Wir testen zum ersten Mal Holdys dritte Sparte, nämlich die Hydration Drinks. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Test. Es ist wieder Sonntag und das bedeutet, es gibt einen weiteren Test zu Holy. Heute allerdings kein Holy Energy, heute allerdings kein Holy Iced Tea, sondern wir gucken mal auf die dritte Produktsorte, die Holy ja vor nicht allzu langer Zeit gelauncht hat, nämlich die Hydration-Reihe. Und die Hydration-Reihe, die hat jetzt gerade zwei neue Flavors herausgebracht, nämlich einmal Cranberry und einmal Pear, also Birne. Und wir wollen heute uns mit der Cranberry beschäftigen und wollen mal testen, was kann denn generell die Hydration-Reihe? Was ist überhaupt ein Hydration-Drink? Es ist ein isotonischer Drink und bei den Hydration-Drinks, die sind immer vollgepackt mit sogenannten Elektrolyten. Das unterstützt also Herz-Kreislauf-Systeme, das unterstützt euch einfach beim Sport, für die Nervenregulation, für die Muskelregulation. Und ja, wenn ihr nach dem Sport oder vor dem Sport so einen Drink zu euch nimmt, das unterstützt einfach euer Körper. Und ja, es ist Natrium enthalten, es ist Kalium enthalten, Chlorid und der Bicarbonate sind da drin. Und die helfen eben bei der Regulierung der Nerven- und Muskelfunktion. Also quasi, wenn ihr Muskelkater habt, das unterstützt dabei, den Muskelkater abzubauen. Und das reguliert auch den Säurebasenhaushalt eures Körpers. Also Hydration Drinks, gerade für Sportler. Und dafür steht eben dieses Produkt. Sehr, sehr geil. Ich selber fahre ja auch zweimal am Tag, ja, knapp 13 Kilometer mit dem Fahrrad, also 26 Kilometer. Und von dem her, ich finde diese Hydration Drinks sehr, sehr geil. Es gibt mittlerweile 5 Sorten. Das hier ist die 5. Die Birne war die 4. Und aktuell gibt es bis zum 2.2. gibt es eben so ein Launchpack. Da könnt ihr beide zusammen für 74,99 statt 99,99 bestellen. Plus den Rabattcode von mir und ihr spart nochmal 10%. Das ist schon sehr, sehr geil, wer die Hydration-Reihe mag. Und wir wollen heute mal diesen Cranberry testen. Und ich mag Cranberries ohnehin sehr. Diese süß-säuerliche Beere. Es ist ja eine Moosbeere, auch in der Gattung der Heidelbeeren eingegriffen. Und vor allem Cranberries, die helfen, ja, das Herz-Kreislauf-System in Gang zu halten. Und es schützt auch vor Harnwegsinfektionen. Und sie sind reich an Antioxidantien und anderen wertvollen Inhaltsstoffen. Das ist schon sehr, sehr geil. Sie sollen auch Entzündungen bekämpfen und bewahren die Blutgefäße vor oxidativem Stress und senken den Cholesterinspiegel. Also Cranberries, wirklich eine sehr, sehr gesunde Frucht, süß-säuerliche Note. Ich mag sie als Frucht sehr und heute wollen wir uns mal angucken, ob sie auch im Hydration Drink taugen. Und ihr seht es da schon. Wir haben einmal diese komplett neue Produktsorte. Blau-Weiß Hydration. Und was halt auch sehr, sehr geil ist bei diesen Hydration Drinks, es sind immer diese Wassertropfen, die eben für Hydration stehen, die eben für, ja, die Bewässerung des Körpers quasi stehen, immer wieder mit Flüssigkeit versorgen. Und da hat man sich, finde ich, ein sehr, sehr geiles, ja, Design ausgedacht, eben dieses Blau-Weiß. Und was halt auch cool ist, es gibt viele verschiedene Shaker. Ich habe leider die zwei neuen für Cranberry und Pear noch nicht. Die blende ich euch aber hier ein, dann seht ihr die auch. Und da sind immer diese Wassertropfen, die machen immer irgendeine Art von Sport. Der fährt Snowboard, dann haben wir hier, der fährt Skateboard. Der geht hier einfach laufen und dann haben wir den hier noch, der mit dem Fahrrad fährt. Und das ist einfach wieder marketingtechnisch ein richtig krasses Ding. Und ich finde es auch sehr schön. Man hat wieder den Shaker mit Blau-Weiß, passend zur Produktlinie. Und jetzt gerade hier bei dem Cranberry, da ist natürlich das Snowboard in den roten Farben gehalten, wie die Cranberry auch. Und es ist halt wirklich ein Comic-Design, es ist wirklich ein ansprechendes Design. Und jetzt wollen wir das Ganze erstmal testen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe den noch nie probiert. Das ist also jetzt mit euch das erste Mal, genauso wie die Birne. Da werde ich beide Videos gleichzeitig aufnehmen. Bevor ich dann das jemals probiert habe, will ich das mit euch jetzt zusammen machen. Das sind zweiseitig auch bedruckt wieder, wie auch bei den Eisteesorten. Wir haben es gesehen damals bei dem Winterpunsch. Und da hat man es auch blau gehalten, plus eben dann das entsprechende Sportsymbol. Ich habe es heute nicht ganz so kalt. Bei den Hydrations ist es so, die mag ich nicht angefrostet, sondern die mag ich wirklich nur kalt. Dementsprechend hört man das auch nicht, weil ich die einfach, ja, nach dem Sport trinke und dann soll das nicht so ganz mega kalt sein. Wir gucken jetzt mal. Designtechnisch finde ich es, wie gesagt, sehr, sehr nice.
Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze denn riecht. Ja, also unzweifelhaft ist es eine Cranberry. Und ich finde, bei so einer Cranberry, da riecht man schon diesen gesunden Inhalt irgendwie. Die haben so eine ganz, ganz bestimmte Geruchsnote, diese Cranberries. Manchmal, und am Anfang dachte ich immer, so eine Cranberry, die riecht manchmal wie so vergorenes Obst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das riecht wie so ein bisschen vergorenes Obst. Aber es riecht lecker. Es riecht irgendwie lecker. Man kann auf jeden Fall sagen, mit Augen zu, wenn ich es jetzt nicht wüsste, was es für eine Sorte ist. Und man riecht dran. Man weiß sofort, dass es eine Cranberry ist. Farblich. Natürlich muss sie rot sein. Eine Cranberry ist rot. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und dementsprechend ist das hier auch sehr gut getroffen. Dann wollen wir es mal probieren. Das Gute ist, in diesen Hydration Drinks, da ist kein Koffein mit drin, ist auch kein Zucker mit drin. Weiterhin die Holy-Seite. Weiter ohne Bullshit, ohne chemische Zusätze. Das heißt, von diesem Hydration Drink, da könnt ihr im Prinzip genießen. Müsst natürlich schauen, was ich nicht weiß, Elektrolyte, wie viel davon am Tag. Da gibt es bestimmt auch Obergrenzen, die bitte beachten. Aber rein vom Koffeingehalt gibt es hier keine Vorgabe, weil kein Koffein drin ist. Es ist ein Hydration Drink, es soll kein Energy Drink sein, sondern es ist die Produktsorte. Da ist kein Energy drin, wie auch bei den Eistees. Da ist dann Schwarzteeextrakt drin oder Grünteeextrakt oder wie auch immer. Aber hier frei von jeglichem Koffein. Wir probieren es mal. Holy Hydration, ja, Cranberry, die fünfte Sorte, wurde ja als letztes geleakt nach der Birne. Und let's go. Ach, riecht schon geil. Genau so stellt man sich's vor. Genau so stellt man sich's vor. Ja. Sehr, sehr geil. Also schmeckt wirklich ausgezeichnet. Sehr, sehr lecker. Die Cranberry, ich weiß nicht, ob ich zu wenig genommen habe, könnte meiner Meinung nach ein bisschen mehr reinknallen. Das heißt einfach entweder auf 400 Milliliter Wasser ein Löffel oder aber ein bisschen mehr ein Löffel, bisschen mehr als ein Löffel auf 500 Milliliter Wasser. Da könnt ihr ja variieren, wie ihr möchtet. Aber geschmacklich ist das schon sehr geil. Es ist nicht so sauer. Also ich hätte es mir saurer vorgestellt. Es ist schon ein bisschen sauer, aber es hat auch eine süßliche Note. Also man kriegt auch den süßlichen Anteil raus und es hält sich die Waage. Ich persönlich hätte gedacht, okay, es wird ein bisschen saurer werden, aber nö, ist tatsächlich nicht der Fall. Und wenn ihr jetzt eben diesen Hydration Drink zu euch nehmt, dann werden eben diese Elektrolyte im Blut, die werden jetzt angereichert und im Blut aufgelöst. Und diese Elektrolyte im Blut, das ist eine sogenannte elektrische Ladung, die transportieren dann Natrium, Kalium, Chlorid, Bicarbonate und so weiter und so fort, was eben dazu beiträgt, dass sich eure Nerven- und Muskelfunktionen im Endeffekt regulieren. Das sind einfach die effektiven Wirkungen von sogenannten Hydration Drinks mit Elektrolyten, diese isotonischen etc. pp. Sehr, sehr geil. Wie gesagt, zu dem Thema kann ich nicht sonderlich viel sagen. Das habe ich geguckt und nachgelesen, aber geschmacklich, designtechnisch, produktlinienmäßig ist es für mich eine runde Sache. Wir haben das jetzt probiert. Es gibt noch vier weitere, eben die Birne. Es gibt noch Strawberry Kiwi, es gibt White Peach und es gibt Pink Grapefruit. Und die Pink Grapefruit, die ist, glaube ich, schon in der Richtung Säure definitiv ganz weit vorne mit dabei. Die werden wir im Laufe der Zeit auch noch testen. Ich finde es mega lecker. Und wie gesagt, es gibt aktuell für 74,99 beide. Da wird es bestimmt auch mal irgendwann Probepacks geben, aktuell leider noch nicht. An der Stelle ein kleiner Einschub und es gibt doch die Probierpakete für die neuen Sorten, sowohl für die Birne als auch für Cranberry in verschiedenen Ausführungen. Es gibt das 15er Probierpaket Starter Pack, das heißt 5 Sorten. A3 Proben, da sind alle 5 Hydrations mit dabei. Es gibt die 10er Boxen natürlich in altbewährter Manier und es gibt das Holy Hydration Starter Set inklusive Shaker, wenn ihr möchtet. Ihr seht es hier eingeblendet, nur als kurzer Einschub zu dem Thema, es gibt keine Proben, es gibt sie doch. Und
Ab einem bestimmten Bestellwert, eben bis zum 2. Februar, da gibt es ab 40 Euro ein Goodie, ab 80 Euro ein Goodie, ab 100 Euro ein Goodie. Da gibt es ein Handtuch noch mit dazu, da gibt es Socken mit dazu und da gibt es eine Holy Sportflasche noch mit dazu. Schaut einfach mal im Shop, den Link, den habe ich wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Und wenn ihr bestellen wollt, dann wie immer gerne mit dem Code. Da sage ich Dankeschön für den krassen Support, was ich immer wieder feiere und jetzt auch durch die Videos merke, dass ihr euch das bestellt, da sage ich einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist für mich absolut keine Selbstverständlichkeit, sondern vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt noch auf den Special Shaker in der Special Edition auf meiner Seite hinweisen. Auch hier eingeblendet bloodylp.de. Es gibt momentan in der Limited Edition den Holo Shaker von Bloody LP. Das ist der normale, das ist der Holo Shaker. Und wenn ihr da Bock drauf habt, schaut einfach auf meine Homepage und bestellt den. Da gibt es auch die Zweieraktion, wenn ihr wollt, ohne Versandkosten. Einfach mal auschecken. Sehr, sehr schönes Design, auch mit dem Holo-Effekt. Sehr, sehr cool. Hochwertige Kleber, die da drauf sind. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Sehr, sehr geile Sorte, wo ich den einordnen würde bei den Hydrations. Das werden wir sehen. Die anderen will ich erst noch probieren. Dann werden wir bestimmt auch ein Ranking aufstellen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen und nächsten Sonntag gucken wir mal, was wir da noch testen. Wir haben ja Eistees, wir haben Hydrations, wir haben noch Energies. Vielleicht gehen wir da der Reihe nach durch. Wir werden sehen. Bis dahin, macht's gut. Euer Bloody LP.